meine lieben Kochfreunde und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Emil und wie ihr schon hier vorne sehen könnt, werden wir heute Käsespätzle machen. Denn ich war letzt in Österreich im Urlaub und dort hatte ich diesen wunderbaren Bergkäse gefunden. Und die Käsespätzle damit müssen eigentlich gut schmecken. Ihr könnt natürlich auch anderen Käse verwenden, nur ich verwende heute mal den Bergkäse. Und wir benötigen, wie gesagt, den Bergkäse, 3 Zwiebeln in Streifen geschnitten, Pfeffer, Salz und 750 Gramm Spätzle für 4 Personen. Ich nehme jetzt keine richtigen Spätzle, sondern ich nehme diese Spätzle-Knöpfle, also diese kleinen Eierknöpfchen. Und die kann man einfach besser essen und es ist einfacher, mit denen zu kochen, weil Spätzle fliegen immer aus der Pfanne raus und das ist dann nicht so gut. In der Pfanne vor mir ist jetzt ein Schuss Öl drin, also nicht zu viel, nur ganz wenig. Und da, wenn die Pfanne heiß ist, werde ich gleich die Zwiebeln anbraten. Und wenn die Zwiebeln angebraten sind, dann kommen die Spätzle rein, aber das sehen wir dann gleich. So, wenn die Pfanne jetzt heiß ist, dann gebe ich jetzt die Zwiebeln in die Pfanne und lasse die jetzt so 5 bis 10 Minuten anbrutzeln, dass die schön glasig sind und viel, viel kleiner geworden sind. So, wichtig ist, die Zwiebeln dürfen nicht angebrannt sein und... Oh, wie bist denn du? Kosmos 3. Kann ich hier zufällig kochen lernen? Du willst kochen lernen? Ja. Ja, dann bist du bei mir genau richtig. Weil wir lernen hier auf dem Kanal gemeinsam kochen. Und wenn du jetzt zuschauen willst, dann setzt du dich hier jetzt mal hin, guckst in die Kamera und ab jetzt würde ich sagen, bist du mein Maskottchen. Ich habe mir jetzt ein paar von den Zwiebeln beiseite gelegt. Da werdet ihr dann später noch herausfinden, wieso. Und jetzt, wenn die Zwiebeln etwa so aussehen, sind die perfekt für die Käsespätzle. Und dann kommen jetzt die Spätzle hinein. Und jetzt müsst ihr auch euren Herd etwas tiefer schalten, weil die Spätzle nicht so abgeschreckt werden dürfen. Während eure Spätzle ein bisschen anbrutzelt, könnt ihr euch schon mal euren Käse nehmen. Wenn ihr jetzt Bergkäse benutzt, dann würde ich euch empfehlen, erstmal die Ränder abzuschneiden. Da empfehle ich euch auch ein scharfes Käsemesser, weil das ist ziemlich anstrengend. Jetzt erstmal Spätzle umrühren. Wait a minute! Einfacher mit denen zu kochen, weil Spätzle fliegen immer aus der Pfanne raus und das ist dann nicht so gut. Wenn die Spätzle jetzt ein bisschen angebraten sind, könnt ihr euren Käse nehmen und könnt ihn langsam in die Spätzle reinreiben. Da empfehle ich euch eine gröbere Käsereibe, weil das geht schneller und der Käse schmilzt nicht langsamer. Boah, das schmeckt echt richtig gut. Wenn der Käse jetzt fertig gerieben ist, könnt ihr den jetzt unterrühren. Und hier ist es jetzt wirklich schwer, nicht zu kleckern. Und wenn ihr merkt, dass der Käse schmilzt, dann habt ihr alles richtig gemacht. So, und wenn ihr jetzt merkt, dass die Spätzle schwerer sind zu rühren, dann wisst ihr, dass der Käse schmilzt und dass die Masse zäher wird. Und dann habt ihr alles richtig gemacht. Und es gibt dann für die Cremigkeit noch etwas Sahne hinein. Und wichtig ist, dass ihr die Sahne jetzt gut durchrührt, weil sonst habt ihr irgendwann eine Brühe unten liegen aus so einer Sahne und das ist nicht gut. Jetzt nur noch würzen mit Salz und Pfeffer. Das müsst ihr natürlich so abschmecken, wie ihr es mögt. Jetzt nochmal kräftig umrühren und dann gehen wir jetzt zum Anrichten. So, du musst jetzt mal ein bisschen an die Seite, Mignon. Okay. Und jetzt kommen wir zum Anrichten. Wir geben ein paar von den Käsespätzeln hier auf die Eisenpfanne. Dauert jetzt kurz. So, jetzt kommen die Zwiebeln, die wir vorhin beiseite gelegt haben, drüber. Dann ein paar Röstzwiebeln. Und dass es schön aussieht, noch etwas Petersilie. Et voilà. Eure Käsespätzle. Und die müssen wir jetzt erstmal probieren. Die Spätzle sind so aromatisch durch den Bergkäse und die Zwiebeln kommen gut durch. Das ist wirklich ein Gericht für alle Käsefans und besonders für alle Zwiebelfans. Und jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Schönen Tag noch. Ich bin raus. Ciao.